Hey, Luke hier. Schön, dass du dich für das Medical Fitness System interessierst. Und damit du nicht die Katze im Sack kaufst und ganz transparent weißt, was du hier kaufst, welche Leistungen da enthalten sind, möchte ich dich jetzt mal mit ins Medical Fitness System reinnehmen. Für einige von euch vielleicht auch, wie sieht so ein Online-Kurs überhaupt aus? Für alle anderen, wie sieht mein oder dieser Online-Kurs hier aus? Sowohl hier, ich zeige euch die Desktop-Variante, als auch, wir haben jetzt natürlich neu auf die App umgestellt. Da findest du hier auch noch ein Video. Und kannst dir das natürlich auch anschauen, wie das hier drauf aussieht. Der Aufbau ist allerdings relativ ähnlich. Das heißt, du findest am Anfang hier wahrscheinlich so einen Startbildschirm. Vielleicht hast du auch den Haltungscoach. Dann siehst du hier auch noch ein zweites Produkt von mir und das Medical Fitness System. Da findest du auch nochmal den Haltungscoach. Warum? Der ist immer nur temporär öffentlich. Und das möchte ich an der Stelle auch erwähnen. Alle Kurse, die ich jemals gemacht habe, vielleicht siehst du jetzt hier auch schon einen Kurs zum Thema Kettlebell-Training etc. etc., die werden hier im Medical Fitness System in der Mitgliedschaft auch abgebildet. Das heißt, du musst keinen einzigen Kurs extra kaufen. Kannst du natürlich tun, wenn du dir irgendwie den lebenslangen Zugang sichern willst. Aber solange du die Mitgliedschaft hast, sind da alle Kurse enthalten. Das möchte ich an der Stelle einfach nur mal erwähnt haben. Und dann geht es eigentlich los. Ja, du siehst ja mehr oder weniger sechs Module speziell zum Medical Fitness System. Und das erste Modul, das ist hier das Starter-Modul, Modul 1 bis 3. Da würde ich an deiner Stelle einsteigen. Wenn du schon jemand bist, der den Haltungscoach beispielsweise durchgearbeitet hat, dann werden dir hier viele Inhalte bekannt vorkommen. Du kannst das dann sprunghaft durchgehen, dir vielleicht noch mal ein paar extra Informationen holen. Wir updaten den Bereich auch immer wieder mit einigen neuen korrigierenden Übungen. Was hier allerdings jetzt ganz wichtig dazu kommt, ne, natürlich hast du hier erstmal einen Eingang, einen Intro, wie funktioniert der Kurs, den Zugang zu unserer Community-Gruppe, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil ich dir da natürlich mit meinen Administratoren und persönlich zur Verfügung stehe. Dort gibt es auch die Livestreams, die wir aber natürlich hier in das Medical Fitness System auch nochmal uploaden werden. Und dann geht es eigentlich los hier mit Modul 1. Wie gesagt, ist kein linearer Kurs. Ich erkläre das hier auch nochmal die Haltungsanalyse. Ich habe ein Hohlkreuz, ich habe einen Flachrücken. Und dann kannst du dich hier eigentlich durchklicken, kannst die Videos sehen, kannst dir hier auch immer deine Hilfs-PDFs sozusagen herunterladen. Ich zeige es nur mal ganz kurz, ne, die einzelnen Testbögen, auch PDFs zu den Übungen. Du siehst hier, dass wir immer ein nicht lineares Programm haben. Das heißt, hier gibt es viele Entweder-Oder-Funktionen. Du musst also auch nicht alle Videos gucken, nur die, die für dich relevant sind. Und dann kannst du auch, und die Funktion finde ich sehr gut, eine Lektion, wenn du die durchgearbeitet hast, als erledigt markieren. Dann siehst du, kommt hier so ein Haken. Wichtig hier in dieser Sektion ist auf jeden Fall Lektion 5, das Level-System. Ja, das gleiche Level-System findest du auch hier in Modul 2. Dort findest du das Level-System Körpervorderseite, das Level-System Körperrückseite. Das sind die beiden Level-Systeme in den ersten drei Modulen. Ja, drei Module, zwei Level-Systeme. Und dort findest du eben die aufbauenden Übungen. Ja, Ausfallschritt, Kniebeuge, vorgebeugtes Rudern, funktioneller Kettlebell-Swing. Wie funktionieren die Übungen? Ja, zu jeder Übung gibt es hier auch noch Übungs-PDFs, ne, die dann begleitend sind, die du dir vielleicht ausdrucken kannst, an die Wand hängen kannst, damit du nochmal alle wichtigen Punkte hier sozusagen auf einen Blick hast. Und ganz wichtig sind hier natürlich unten die häufigen Fehlerquellen: Lumbopelvic Raise, Duck Feet, Entenfuß. Ja, zu den einzelnen Übungen. Ganz, ganz wichtig, ja, die Übungen auch wirklich so verstehen, die müssen nicht perfekt laufen, ganz im Gegenteil. Wir erkennen durch die Übung unsere körperlichen Einschränkungen und weitere Bewegungsmuster, die nicht ganz stimmig sind. Und die habe ich hier eben auch abgebildet und gebe dir sozusagen auch Einblicke in mein eigenes Training, teilweise auch das Training mit meinen Kunden, ja, mit meiner Freundin, um dir da eben die Fehler auch live vorzuführen, weil oft ist das so, dass die Kamera wirklich draufhalte, während es gerade im Training passiert. Das ist sicherlich ganz, ganz interessant und auch wirklich ein einmaliger Punkt. Wenn du dann eben diese Module durchgearbeitet hast, werden wir sicherlich auch noch ändern. Hier oben ist mein Konto, sieht man nicht ganz so gut, aber jetzt wisst ihr es. Und dann könnt ihr eben wieder zurück in das System, wieder zurück in die vorherigen Module. Wir haben ein Modul speziell zum Thema Atmung, ja, ein ganz, ganz wichtiges System, auch noch ein drittes Level-System in dem Fall. Wir haben die Schmerzbibliothek, das ist sozusagen mein gesammeltes Wissen zu allen möglichen Schmerzproblematiken, die wir im Laufe der Jahre eben bei unseren Kunden beobachtet haben. Häufig ist das nämlich so, dass du gewisse Übungen machst und da bin ich auch ganz transparent und dann treten eben gewisse neue Schmerzmuster auf, ja, wenn man den Körper sozusagen wieder grundlegend aufbaut.
und der alte Kompensationsmuster aufgibt und dann eben eine neue Ebene an Problemen sozusagen aufdeckt. Keine Angst, die Schmerzen sind meistens nicht so schlimm wie die davor. Ganz im Gegenteil, es wird eben sukzessive besser. Aber das Ganze ist eben Work in Progress. Und hier haben wir diese Erfahrung eben abgebildet. Hey, die Kniebeuge führt bei mir zu Schmerzen im unteren Rücken. Ja, was kannst du tun? Hey, ich habe irgendwie beim Vierfüßler Nackenschmerzen. Was kannst du tun? Das heißt, hier erkläre ich dir alle Muskeln, deren Funktion, der genauen Schmerzbilder, was du für korrigierende Übungen machen kannst, was du für symptomatische Übungen machen kannst. Du kannst dir hier auch nochmal die entsprechenden Schmerzpunkte herunterladen. Genau, symptomatische Triggerpunkte, also das volle Programm, was ich eben auch mit meinen Kunden abfahren würde. Darüber hinaus, und das geht so ein bisschen einher, gibt es das Triggerpunkt-Lexikon. Ja, hier kannst du selbstständig suchen. Ne? Ich habe das Ganze eben nach Körperbereichen eingeordnet. Das heißt, wo treten Schmerzen auf? Welche Muskeln sind dafür verantwortlich? Welche korrigierenden bzw. welche Mobilisationsübungen kann man machen? Die ganze Sektion, sage ich ganz ehrlich, ist eher was für den symptomatischen Ansatz. Das heißt, das kann man nebenher laufen lassen, um eben symptomatisch Muskeln zu lockern, Symptome etwas runterzufahren. Auf jeden Fall eine gute Sache, nicht falsch, hat auch nichts mit denen zu tun, aber ist eben auch nicht ganz so ursachenorientiert wie anderen Teile im Medical Fitness System, aber zusammen auf jeden Fall eine mächtige Kombo. Dann hast du sozusagen hier, wie gesagt, alle Programme, in dem Fall im Moment das Läuferknie, den Haltungscoach, die Livestreams, das heißt alles, was ich in der Community-Gruppe poste an Livestreams, und da werden jetzt in Zukunft auch mehrere wieder kommen, regelmäßiger, das habe ich mir ganz groß vorgenommen, gerade jetzt, wenn die neuen Level-Systeme beispielsweise ausgerollt werden, kannst du dort finden. Und wer jetzt beispielsweise die 7-Tage-Challenge mitgemacht hat oder irgendwelche anderen Programme von mir, die beispielsweise auf YouTube stattfinden, kostenlos sind, ja, hier gibt es die 3-Wochen-Challenge, die ist also begleitend zum Medical Fitness System, ja, da kannst du sozusagen das Modul 1 durcharbeiten, das ist hier Woche 1, das heißt, da kannst du dir hier die Videos ansehen, das ist eine Mischung aus Mindset-Videos, ja, also wie gehe ich mit Problemen um, wie reframe ich einige Gedanken zum Thema Schmerzen, das hat einen praktischen Bezug, ja, hat jetzt nichts hier irgendwie mit so Toxic Positivity oder so ein Kram zu tun, sondern geht wirklich ganz konkret darum, wie gehe ich mit Schmerzen um, hat aber auch wieder einen großen praktischen Anteil, also auch da gehe ich auf verschiedene Fehlerbilder bei Übungen ein, Fragen, die immer wieder gestellt wurden, ja, wir lernen eben auch Themen rund um das Thema Fitnesstraining, klassisches Fitnesstraining, also es ist eine sehr coole Challenge. Da gibt es immer pro Woche 5 bis 6 Videos, die du dir auf jeden Fall anschauen solltest. Und ja, ich würde sagen, das gibt dir doch mal einen ganz guten Einblick, wie das Medical Fitness System aufgebaut ist. So, wie gesagt, noch ein paar Randinformationen zum Programm, wen es interessiert. Mittlerweile über 3 Jahre Entwicklungszeit, über 160 Videos im Programm. Wie gesagt, die musst du nicht alle schauen, weil das Programm nicht linear aufgebaut ist, sondern eben sich anhand deiner Probleme sozusagen entwickelt. Über 2500 Mitglieder, davon über 1000 aktiv in unserer Family-Facebook-Gruppe. Ja, wie gesagt, regelmäßige Updates. Das Programm ist ein Work in Progress. Wir sind jetzt jüngst erst auf die App umgezogen. Kannst dir gerne auch noch das andere Video dazu anschauen. Und ich würde mich freuen, dich auch im Medical Fitness System begrüßen zu dürfen, um zusammen an deinen Problemen zu arbeiten und diese mit Sicherheit extrem stark zu verbessern. Darauf freue ich mich und ja, wünsche dir ganz viel Erfolg, deinen Körper in Zukunft zu optimieren, deine Gesundheit zu optimieren und einfach eine neue Lebensqualität für dich zu schaffen. In diesem Sinne, hau rein und ciao!